Ja, für mich persönlich ist es gut gelaufen nach der Verletzung. Ich habe es geschafft, relativ konstant zu sein und fit zu werden und meine Leistung immer ganz ordentlich abzurufen. Und darauf bin ich stolz und ja, hoffe, es geht so weiter. Anders im Verein ist, glaube ich, das Niveau einfach im Training. Aber ansonsten, es ist eine Fußballmannschaft. Es macht richtig viel Spaß. Es sind gute Jungs und ich wurde sehr, sehr freundlich aufgenommen. Das ist ja super. Vorfreude ist natürlich riesig, weil ich glaube, das ist eines der besondersten Dinge, die man erleben kann. Also wenn man hier mit einem Länderspiel nach Hause fährt, wäre es wahnsinnig schön für mich, wie die Einsatzchancen sind. Ja, ich denke schon relativ hoch. Ich glaube, als Offensivspieler hat man es da immer ein bisschen leichter als Defensivspieler. Ja, natürlich rechnet man sich Chancen aus. Ich glaube, sonst wäre man auch nicht da. Und ja, natürlich trifft man auf einen defensiv starken Gegner, den du bespielen musst. Du musst halt sicherlich auch das ganze Spiel leiten, führen und das in die Hand nehmen. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja davon überzeugt, dass die Qualität auf jeden Fall da ist, dass wir Bosnien auf jeden Fall schlagen können.